Über 200 Kunstobjekte aus ihrer Privatsammlung übergibt das Ehepaar Essel an das Museum Moderner Kunst Kärnten. In einer Pressekonferenz haben Landeshauptmann Peter Kaiser und die Familie Essel den Schenkungsvertrag unterzeichnet. Diese Schenkung ist eine Bereicherung mit vielen Werken Kärntner Künstlerinnen und Künstler. Es sind 204 Exponate. Es ist aber auch eine Art große Wertschätzung gegenüber der kulturellen und künstlerischen Tätigkeit von Kärntner Künstlern, aber auch von Museen wie dem Museum Moderner Kunst Kärnten, dass wir die Ehre haben, diese Bestandteile der Essel-Ausstellung jetzt auch einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Professor Essel möchte der Kärntner Bevölkerung die wertvollen Objekte zugänglich machen und die Freude, sich mit Kunst und Kultur auseinanderzusetzen, teilen. Kunst bereichert das Leben, erweitert den Horizont und führt uns in neue Dimensionen. Die Künstler haben alle ihre eigenen Visionen und diese Visionen versuchen sie in Bildern umzusetzen. Das spüren wir bei der Betrachtung der Bilder, die Energie, die Kraft, die aus den Bildern ausgeht. Sie inspirieren uns, lassen uns nachdenken über uns selbst und über die Welt. Kunst ist ein wichtiger Teil unserer menschlichen Existenz geworden. Für die Leiterin des Museums, Christine Wetzlinger-Grundnick, ist es eine Freude und Ehre, dass das Museum diesen wertvollen Schatz verwalten und in Zukunft präsentieren kann. Zum einen einmal ist es eine große Ehre, ein großer Vertrauensbeweis, dass man uns so eine umfangreiche und wertvolle Schenkung übergibt und uns das auch zutraut, dass wir sach- und fachgerecht damit umgehen. Und zum Zweiten stellt diese Schenkung natürlich eine immense Bereicherung unserer Bestände dar. Es ist natürlich immer erfreulich für eine Museumsleitung, wenn etwas so unverhofft ins Haus kommt und zur Verbesserung des Verantwortungsbereiches beiträgt. Alle Infos finden Sie auf der Homepage des Landes unter www.ktn.gv.at.